It's a beautiful place to be, brilliantly illuminated. Es ist ein wunderschöner Ort, fantastisch beleuchtete Berge, tiefe Täler, eine glänzende Sonne und tolle Arbeit. Den Eindruck von Leere und Einöde hatte ich nie auf dem Mond. Er ist neben der Sonne der zweite große Himmelskörper. Und über die Sonne hinaus hat er seine Phasen und seine vierwöchige Periode. Und man hat diese vierwöchige Periode natürlich früh in allen Kulturen, denke ich, auf die Periode der Frau bezogen. Natürlich ist auch die Sonne wichtig für das Gedeihen. Aber die Sonne ist ein harter Gott und ein brennender Gott. Und vom Mond meinte man eher zu erhoffen, die Milde, die Feuchtigkeit, was es ja zum Wachsen auch braucht. Und so war der Mond immer verehrt als ein Garant für das Gedeihen der Feldfrüchte und für die Fruchtbarkeit der Frauen. Man muss leider sagen, dass auch die These, dass die Frauen launischer seien als die Männer, launisch, das kommt ja von lateinisch luna, der Mond, dass das eben wohl auch damit zusammenhängt. Man meint, die Frauen gehörten näher zum Mond und hätten deswegen mehr von den Mondphasen und den Mondlaunen an sich. Solange man ihn mythisch sah, als Mondgöttin, da hat man ihn einfach nicht physikalisch gesehen. Da ist das keine Frage, woraus besteht eine Göttin. Er ist etwa 380.000 Kilometer entfernt. Die Zahl bedeutet, dass das Licht, ein Funksignal, 1,3 Sekunden unterwegs ist. Der Mond ist deutlich kleiner als die Erde. Und damit ist auch seine Schwerkraft an seiner Oberfläche viel geringer als die Erdanziehung. Aufgrund dieser geringen Anziehungskraft kann der Mond keine Atmosphäre halten. Der Mond ist vollkommen atmosphärenlos, wenn man von einzelnen herumschwirrenden Atomen absieht. Der Mond besteht eigentlich aus Gestein, das mal sehr wasserstofflos ist, ist aber von der Elementzusammensetzung sehr verwandt mit der Erdkruste. Die dunklen Gebiete, das sind Basalte, die von den letzten Eruptionen herkommen. Die helleren Gebiete auf dem Mond, das ist noch ursprüngliches Gestein, das aus der Entstehungszeit des Mondes stammt. In terms of scientific problems, the Moon and the Earth are really a pair of planets. Wissenschaftlich betrachtet sind Erde und Mond ein wirkliches Paar. Jeder von ihnen hat seine eigene Evolution mit planetarischen Prozessen durchlaufen. Der Mond entspricht noch viel mehr seinem Ursprungszustand als die Erde. Indem wir uns den Mond anschauen, bekommen wir Einblick in die früheste Geschichte unserer Erde. Und durch den Vergleich von Mond und Erde lernen wir mehr über die grundsätzlichen Fragen und die Gedanken, die wir uns zu Mars, Venus, Merkur und zu den terrestrischen Planeten machen. Man hat dann herausgefunden, dass der Mond eigentlich aufgrund einer gigantischen kosmischen Katastrophe passiert ist. Die Erde, kurz nach ihrer Entstehungszeit, ist mit einem anderen Planeten zusammengestoßen, der etwa halb so groß wie sie selber ist. Und aus diesem streifenden Zusammenstoß, aus den Trümmern, ist dann der Mond entstanden und natürlich die Erde, wie wir sie heute als Planet kennen. Die Hypothese, der Mond sei durch einen gigantischen Einschlag entstanden, ist gut. Nur hat sie ihre Probleme. Und sollte sich herausstellen, dass diese Hypothese nicht funktioniert, müssten wir uns nach einer anderen umsehen. Und die meiner Meinung nach wahrscheinlichste ist, dass sich der Mond unabhängig von der Erde geformt hat. Allerdings in der gleichen Region des Weltraums, denn die Sauerstoffisotope sind identisch. Später dann aber wurde er von der Erde gefangen genommen durch, wenn man so will, eine Art Tanz in einer Umlaufbahn, verursacht durch die Anziehungskräfte. Es war also eher eine Gefangennahme als ein Einschlag. Vor rund 4,5 Milliarden Jahren, kurz nachdem sich der Mond geformt hatte, war seine gesamte Hülle ein einziger Ozean aus siedendem Gestein. Die Kruste, die sich dann gebildet hatte, wurde ständig von Meteoriten bombardiert. Und es müssen gigantische Brocken mit einem Durchmesser von bis zu 50 Kilometern gewesen sein,
die vor rund 4 Milliarden Jahren die großen Becken, die sogenannten Meere, verursacht haben. Das größte der Becken, das Mare Imbrium, würde für beinahe ganz Westeuropa Platz bieten. Was von der ursprünglichen Kruste des Mondes übrig geblieben ist, ist das helle Gestein, das wir die Hochländer nennen. Die Meere oder großen Tiefebenen haben sich, so nimmt man an, später mit Lava aus dem Innern des Mondes angefüllt. Die Erde zieht ja den Mond dauernd an mit ihrer Schwerkraft. Und man kann sich dann natürlich fragen, ja, warum ist dann der Mond nicht schon längst uns auf die Köpfe gefallen? Das ist deshalb, weil wenn er auf einer Kreisbahn oder einer Fastkreisbahn ist, eben die Fliehkraft dieser Kreisbahn schön die Schwerkraft kompensiert. Dann stürzt er nie auf die Erde, sondern er fällt gewissermaßen dauernd um die Erde herum, wie es auch jeder Satellit von uns Menschen tut. Bowman, Lowell und Anders waren auf dem Weg zum Mond. Und sie sollten die ersten Menschen sein, die den Mond aus der Nähe sahen. Apollo 8 Houston, what does the old moon look like from 60 miles, over? Okay, Houston, the moon is essentially gray, no color, looks like plaster of Paris, or sort of a grayish beach sand. Insgesamt haben die drei Astronauten den Mond in 40 Stunden 10-mal umkreist. Und sie sind dabei immer wieder aus dem Sonnenlicht ins Dunkel des Mondes geflogen. Mehr als 4 Jahrzehnte später wirft die Rückseite des Mondes noch immer Rätsel auf. Ein Rätsel ist beispielsweise den Unterschied zwischen Mondvorderseite mit vielen Tiefebenen und die Mondrückseite, die fast frei ist von diesen Tiefebenen. Weil das ist nicht mehr ganz so erklärbar mit einfach zufälligen Einschlägen. Das ist beispielsweise nicht wirklich geklärt. Der direkte Anblick der Rückseite des Mondes wird uns Normalsterblichen wohl noch für lange Jahrzehnte vorenthalten bleiben. Wir sehen in der Tat immer dieselbe Seite, 59% der Mondoberfläche, das hat folgenden Grund. Die Gezeiten, das sind Kräfte, die kommen durch die Mondanziehung zustande und wirken natürlich auch auf den Mond zurück. Diese Gezeitenkräfte zwischen Himmelskörper bremsen ihre Drehung um die Achse ab. Und beim Mond ist diese Abbremsung schon so weit vorangeschritten, dass er nur immer dieselbe Seite uns zuwendet. Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus erstellte der Grieche Anaxagoras die Theorie, dass der Mond ein Steinklumpen sei, der von der Sonne beleuchtet wird. 100 Jahre später wird diese Theorie jedoch von Aristoteles zunichte gemacht. Und Aristoteles Ansicht, die Erde sei das Zentrum des Universums, sollten für die nächsten 2000 Jahre das Weltbild prägen. Hier unten bei uns, da lagern sich um den Weltmittelpunkt Erde, Wasser, Luft und Feuer, bis hinauf zum Mond. Und da droben sah Aristoteles nur noch ein fünftes Element, das Element der Himmelsbewegung, der kreisförmigen Bewegung, den sogenannten Äther. Kopernikus hat zwar bereits 1543 die Sonne in den Mittelpunkt des Planetensystems gesetzt und Johannes Kepler setzte diese These dann später fort. Gegen das übermächtige Weltbild von Aristoteles aber kamen sie nicht an. Bis Galilei mit dem gerade erst erfundenen Teleskop seine Beobachtungen machte und diese Kepler mitteilte. Jetzt wissen wir endlich, dass der Mond wirklich eine zweite Erde ist. Und er glaubte auch noch, übrigens Galilei, daran, dass die dunklen Flächen Meere seien und die hellen Flächen dann Land seien. Und Kepler hat dann erwidert, wie er beeindruckt sei und mündet dann in seiner Begeisterung in den Ausruf, man schaffe Schiffe und Segel, die sich für diese Himmelsluft eignen, dann werden sich auch Menschen finden, die das Wagnis unternehmen, dort hinauf zu segeln. Dr. Harrison Schmitt, besser bekannt unter dem Namen Jack, wird der erste Geologe sein, der seinen Fuß auf den Mond setzt. Ich glaube nicht, dass sich jemand fürchtete. Vor allem bei unserer Mission gab es keinen Anlass zu irgendwelchen Bedenken oder gar Angst. Aufregung oder Begeisterung, ja, das ist im Weltraum immer dabei.
Die ganze Mission war aufregend. Der Start in der Saturn V, der größten Rakete, mit der jemals Menschen ins Weltall gebracht wurden. 3400 Tonnen Schub, sehr starke Vibrationen und eine sehr langsame Beschleunigung. Das ist wirklich aufregend. 17 Houston, you are go for orbit, go for orbit. Those are kind words, Robert, we're go for orbit here. Oder die Erde zum ersten Mal ganz zu sehen. Und so war jeder Tag auf seine eigene Weise aufregend. All diese Dinge zu sehen und dann natürlich auf dem Mond arbeiten zu können. Die Landung. Es gab keinen Abschnitt ohne Aufregung und Begeisterung. Noch vor seinem ersten Schritt auf dem Mond überraschte der eher als zurückhaltend und wortkarg geltende Dr. Rock, wie Schmidt auch genannt wurde, seinen Kollegen mit einer unerwarteten Antwort. Gene Cernan, der vor mir ausgestiegen war, sagte, du musst dir einen Moment Zeit nehmen und die Erde ansehen. Ich antwortete, hast du eine Erde gesehen, hast du sie alle gesehen? Natürlich war das ein Scherz. Ich wollte ihn etwas necken, aber ich hatte die Erde ja wirklich die ganze Zeit während des Fluges beobachtet. Jedermann hat eine ganz persönliche Beziehung zum Mond, ob man nun dort gewesen ist oder nicht. Der Mond war Teil des menschlichen Seins und Bewusstseins, seit es den Menschen gibt. Diese persönliche Beziehung verschwindet nie. Und bei mir wurde sie sogar noch verstärkt, durch das Privileg, dass ich mit 11 anderen Menschen habe, dort gewesen zu sein. Es war ein ausgezeichneter Landeplatz. Tiefe Täler bieten viel Geographie zur Betrachtung, wie jedermann in der Schweiz wohl weiß. Und wo immer man landet auf dem Mond, es wird interessante und spannende Dinge zu entdecken geben. There is orange soil. Well, don't move it till I see it. It's all over. Orange. Die orange Erde entpuppte sich als Ansammlung glasartiger Kügelchen, die ursprünglich aus einer Tiefe von 300 bis 400 Kilometern aus dem Innern des Mondes an die Oberfläche des Einschlagkraters gedrungen waren. An der Oberfläche jedes einzelnen dieser Kügelchen haftet eine nicht glasförmige, flüchtige Komponente, die normalerweise Gase oder metallische Elemente bildet. Und es ist dieses flüchtige Material, das eigentlich alles verändert hat und das die Erklärung der Entstehung des Mondes durch einen gigantischen Einschlag in Frage stellt. Wäre der Mond durch den Einschlag eines Asteroiden von der Größe des Mars entstanden, wäre zu erwarten gewesen, dass das flüchtige Material durch die entstandene enorme Hitze im Weltraum verschwunden wäre. Aber das ist es nicht, es ist da. Und in diesem Zusammenhang deuten Anzeichen darauf hin, dass sich der innere Teil des Mondes in den letzten 4,5 Milliarden Jahren, seit es ihn gibt, nicht stark verändert hat. Die orange Erde hat sich als eine der faszinierendsten Entdeckungen des gesamten Apollo-Programms herausgestellt. Der Mond bedeutet für mich eine Projektionsfläche für das Auf und Ab meines Gefühls. Also ich denke, so wie der Mond über das Wasser regiert, über das Auf und Ab von Ebbe und Flut, reagiert er auch über unsere Körpersäfte, über unsere inneren Flüssigkeiten. Und ich merke, seit ich mit einem Mondkalender lebe, dass ich mit meinen eigenen emotionalen Schwankungen viel besser zurechtkomme. Die Frankfurterin Monika Molitor, Molitor ist ihr Pseudonym, arbeitet einerseits als Psychologin in einem Betrieb und andererseits als Astrologin und Autorin. Und da der Mond bei unserem Drehtag nicht in Jungfrau stand, hat sie ihr Büro nur für die Kamera aufgeräumt. Also ich denke, wenn ich nach dem Mondkalender lebe, dann verschiebe ich bestimmte Termine zum Beispiel. Also ich versuche mit meiner Friseuse den Termin günstig auszuhandeln, was meine Friseuse überhaupt nicht mag. Sie hält da nicht viel von. Ich versuche genauso, bestimmte Tätigkeiten einfach liegen zu lassen. Das kann heißen, dass mein Wäschekorb überläuft, weil ich warte, bis Mond im Wasser ist.
An einem Wassertag braucht man weniger Waschmittel. Und wenn ich halt heute waschen müsste, dann nehme ich einfach mehr Waschmittel. Vom Gefühl her würde ich erwarten, die Flecken gehen dann nicht so gut raus. Ja. Wobei ich mich wieder frage, ist das objektiv messbar? Ne? Die Elemente der Astrologie stehen in engem Zusammenhang mit den Mondkalendern. So beispielsweise die 12 Sternzeichen, denen entweder das Element Feuer, Luft, Erde oder Wasser zugeteilt ist. Also für den Mondkalender brauchen Sie den Stand des Mondes in dem Zeichen. Heute steht der Mond im Zeichen Schütze und Sie brauchen genauso den Stand der Sonne. Die Sonne steht heute im Zeichen Widder. Das heißt, wir haben heute einen relativ feurigen Tag, weil sowohl Sonne wie Mond beide in einem Feuerzeichen stehen. Also die Feuertage haben etwas Sprühendes. Wenn ich heute Haushaltsarbeit machen würde, würde ich eher Fenster putzen oder halt eben Dinge auf Glanz polieren. Was ich weniger gut machen könnte, wäre jetzt heute konzentriert aufräumen oder Buchhaltung. Sie benutzen im Weiteren, wie der Mond durch die Zeichen wandert, immer 2,5 Tage pro Zeichen. Und das ist eigentlich das, was so unsere stärksten emotionalen Schwankungen, Stimmungswechsel, Befindlichkeiten ausmacht, ist dieser rasche Wechsel des Mondes durch die Zeichen. Jedem Tierkreiszeichen wird eine bestimmte Körperregion zugeordnet, von oben nach unten. Das beginnt also mit Mond in Widder beim Kopf und endet mit Mond in den Fischen an den Füßen. Deswegen braucht man an Fischetagen bequeme Schuhe. Ratschläge und Tipps für das körperliche Wohlbefinden gab bereits dieser Jahreskalender aus dem Jahre 1530. Neben den einzelnen Sternzeichen informierte er beispielsweise über die Feier- und Festtage oder die jeweilige Mondphase. Am 20. April beispielsweise, mit Beginn des vierten Mondviertels, empfahl es sich, zur Ader zu lassen. Oder am 3. März, zur Fastnachtszeit, sich schröpfen zu lassen. Tatsächlich ist die Grundlage der Mondkalender in der frühneuzeitlichen Astrologie zu suchen, in der frühneuzeitlichen Medizin, also aus einer Elitekultur, aus einem gebildeten Milieu. Und Fragmente, nur Teile, die davon noch übrig sind, die sind eben aufgegriffen worden und werden jetzt in der Moderne, in der Gegenwart wieder zusammengebastelt zu einem neuen System. Für seine Studien hat sich Groschwitz durch Kalender und Literatur aus Jahrhunderten gearbeitet. Damit, so sagt er, könne er jetzt die Behauptung widerlegen, es sei altes empirisches Wissen, was in den neuen Mondkalendern stehe. Den Hardlinern und Profiteuren des seit rund 10 Jahren andauernden Mondkalenderbooms wird das wohl kaum zur Freude gereichen. Ganz wichtig für diesen Boom Ende des 20. Jahrhunderts sind eben Johanna Paunger und Thomas Poppe. Johanna Paunger stammt aus Tirol und hat eben gesagt, es sei ein Wissen, das sie von ihrem Großvater gelernt habe. Und es sei eben jetzt durch sie und ihren Co-Autor aufgeschrieben worden. Das klingt gut, hat sich damit auch gut verkauft und sie haben sich auch zwischen alle Trends platziert. Es ist nicht eindeutig astrologisch, es ist nicht eindeutig esoterisch. Auf die Weise können diese Aussagen sehr gut andocken überall. Während meines Psychologiestudiums an der Universität war es ganz klar, man durfte sich nicht offen dazu bekennen, mit Astrologie zu tun zu haben, weil Astrologie aus der Sicht der wissenschaftlichen Psychologie einfach Humbug ist. Das heißt, ich habe im Laufe der Zeit auch gelernt, welche meiner Kolleginnen sind da vielleicht offen dafür. Wann kann ich es mal einfach als so einen Scherz einfließen lassen, womit ich der Person einfach offen lasse, ob sie darauf einsteigen will oder nicht. Aber rein objektiv wissenschaftlich messbar ist es nicht. Da stehe ich auch offen dazu. Also wir haben abnehmenden Mond. Das ist fürs Unkrautrupfen sicher günstig, aber fürs Neupflanzen nicht so. Also es muss nicht bedeuten, dass sie sofort eingehen und innerhalb weniger Stunden welken, aber graduell würde ich den Unterschied erwarten. Am Anfang war es vor allem die Forstwissenschaft, die eben gesucht hat, bestehen hier Zusammenhänge, konnte aber keine finden. Dann war es die Meteorologie, dann war es auch die Medizin, die Gynäkologie. Also es gibt zahlreiche Untersuchungen, gerade so spätes 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert. Aber nachdem die Studien alle falsifizierend waren, hat man irgendwann gesagt, nein, es gibt keine Zusammenhänge. Zum Teil sind diese Studien auch mangelhaft durchgeführt worden. Das sind allerdings die Studien, die einen Zusammenhang gefunden haben.
Natürlich riecht man es nicht, wenn man draußen in seinem Anzug ist. Nimmt man dann aber nach einer Exkursion den Helm in der Kapsel ab, dann riecht man den Staub. Er riecht wie verschossenes Schießpulver. Ein Eindruck, den alle Astronauten hatten. Es ist eine sehr aggressive Art Staub mit scharfen Kanten, die zerstörerisch für die Ausrüstung sind und die das Material der Raumanzüge in kürzester Zeit ruinieren können. Die Apollo-Astronauten brachten große Mengen Staub in die Landefähre. Sie atmeten ihn ein und er drang in jede Körperöffnung. Aber er bewirkte keine offensichtlichen Langzeit-, nicht einmal Kurzzeitbeschwerden, abgesehen einmal von vielleicht einer kleinen allergischen Reaktion. Der Mondstaub hat vielleicht keine Andromeda-staubartige Charakteristik, auf der anderen Seite aber sind die Astronauten ihm auch nie lange ausgesetzt gewesen. Die Astronauten waren nur 2 bis 3 Tage dort, steckten in ihren Anzügen und waren nur sehr begrenzt körperlich aktiv. Wir werden aber Menschen dort oben haben, die viel länger bleiben und die mit der Umgebung in viel engeren und umfassenderen Kontakt kommen. Da könnten uns einige Überraschungen erwarten bezüglich der Art und Weise, wie sich dann die Mondbeschaffenheit und gewisse Aktivitäten auf die Menschen und unsere Systeme auswirken. Zukünftige Mondmissionen werden bis zu 6 Monate dauern, vorausgesetzt wir bauen dementsprechende Mondbehausungen. Die Crewmitglieder werden dem Mondstaub sehr stark ausgesetzt sein und wir möchten auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Auf dem NASA-Gelände in Houston, Texas, entstehen die ersten Modelle für mögliche Mondbehausungen in Originalgröße. Mondstaub ist auch hier eines der Probleme, mit denen zu kämpfen sein wird. We haven't solved exactly how we're going to do the dust problem or radiation. Die Probleme Mondstaub und Strahlung sind noch nicht gelöst. Es gibt erst Ansätze dafür. Diese Behausung ist für 4 Crewmitglieder und eine Aufenthaltsdauer von 60 oder 90 Tagen geplant worden. Wir erstellen dieses Gebäude, um zu verstehen, wie viel Lebensraum, wie viel Arbeitsfläche, wie viel Wohnraum für eine Mission wirklich erforderlich sind, wie viel für eine lange, wie viel für eine kurze Mission. Gebäude wie dieses dienen der Erforschung solcher Grundsatzfragen. Wir bauen also solche Modelle und erproben dann verschiedene Raumgrößen, beispielsweise für die Zimmer der Crewmitglieder. Wir versuchen damit, die tatsächlichen Anforderungen zu eruieren. Wir versuchen auch Merkmale in das Design einzubringen, die an ein normales Zuhause erinnern und die für die Astronauten eine Verbindung zum Leben auf der Erde schaffen. Das trägt etwas zur Stressentlastung bei. Unsere Entwürfe zeigen noch lange nicht, wie die richtigen Gebäude dann aussehen werden. Aber sie geben uns Designideen und helfen uns, die Bauanforderungen und Spezifikationen für unsere Lieferanten und Konstrukteure zu formulieren. Die Visionen, wie sie in den NASA-Dokumentationen skizziert sind, sagen, dass wir die nächsten Menschen irgendwann um 2018 auf den Mond bringen werden. Die ersten Missionen zum Mond werden noch stark denen von Apollo gleichen, obwohl die Besatzungen größer und die Aufenthalte länger sein werden. Letzten Endes hoffen wir, dass es auf dem Mond eine Art Außenstation geben wird, die längere Aufenthalte ermöglicht. Als erster Mensch den Mond bevölkert, hat der Satiriker Lukian bereits im 2. Jahrhundert vor Christus. In seiner Mondflug-Utopie schickt er den Philosophen Menhypos hinauf. Und er trifft da oben die Mondgöttin, unterhält sich mit ihr. Sie beschwert sich über allerhand physikalische Theorien, etwa auch über die Beschuldigung, dass sie kein eigenes Licht habe, sondern ihr Licht von der Sonne borgen müsse. Für die Bevölkerung des Mondes sorgte 1638 auch Francis Godwin, dessen Protagonist die Reise mit abgerichteten Schwänen hinter sich brachte. Einige Jahre später dann reist der Schriftsteller Cyrano de Bergerac in seinem Buch Die Reise zum Mond gleich selbst hinauf und findet dort wilde Gestalten. Er nennt sie Mondmenschen, sie nennen ihn Erdaffen. Und als er einmal in einem Gasthaus zum Essen eingeladen wird, sieht er, dass sein Gastgeber nicht mit Geld bezahlt, sondern mit kleinen, beschriebenen Blättern. Und da sagt er, man zahle auf dem Mond immer nur mit Gedichten. Es sei so, jeder dichte und jeder bringe seine Gedichte, die kurzen oder langen,
vor eine vereidigte königliche Schätzungskommission und die schätzt die Gedichte ein nach ihrem Wert, aber nicht nach Papiergewicht, sondern nach ihrem Witz. Und sagt er, und so hat bei uns niemand, der Witz hat, je irgendwelche Not. Und dazu passt dann auch das Gastgeschenk, das er ihm am Schluss mitgibt. Das ist eine kleine Nuss, eine kleine winzige Nuss zum Aufklappen. Und da schaut er hinein und sein Gastgeber erklärt ihm, da seien ganz viele kleine Federchen drin. Und wenn er an einem Hebelchen drehe, dann ertöne daraus ein Buch. Und die kleine Nuss lese ein Buch vor. Er könne sich das an den Gürtel hängen und könne dann, während er reite, dann später über die Erde immer ein Buch hören. Und da ist im 17. Jahrhundert der Walkman und das Hörbuch zugleich erfunden. Solche Zukunftsvisionen faszinierten auch Roland Brodbeck und führten ihn dazu, Vergleiche zwischen Jules Vernes Roman »Von der Erde zum Mond« und den Apollo-Flügen zu ziehen. Es gibt erstaunliche Parallelen, es gibt aber auch Sachen, die er nicht vorausgesehen hat. Das ist natürlich einerseits mal den Ort, wo der Start der Mondmission war. Es ist beides mal Florida und ich glaube, da ist auch die richtige Überlegung dahinter, dass man etwas Energie oder Geschwindigkeit gewinnt, wenn man möglichst nahe am Äquator ist. Und er hat auch die richtige Nation, nämlich die Amerikaner, rausgepickt. Was allerdings anders ist, er hat das Konzept der Rakete hat er nicht gehabt. Er hat eine Art riesige Kanone in den Boden versenkt, eine 300 Meter lange Kanone, die dann ein Geschoss auf Richtung Mond gefeuert hat. Am Punkt, wo die Erd- und Mondanziehung gleich stark sind, wurden die Astronauten zu den ersten Menschen, die in Richtung eines anderen Himmelskörpers fielen. Ein Unterschied ist, dass Jules Verne das Konzept der Schwerelosigkeit nicht richtig verstanden hat. Im Buch ist nur beschrieben, dass man im Gleichgewichtspunkt zwischen Erdanziehung und Mondanziehung schwerelos sei. Ein Raumschiff, dessen Triebwerke abgeschaltet sind und frei den Kräften der Himmelskörper ausgesetzt ist, ist immer schwerelos. Also wären die Reisenden bei Jules Verne eigentlich fast immer schwerelos gewesen und nicht nur im Gleichgewichtspunkt. Die Bergung der Kapsel, das ist eine wunderbare Parallele. Eine gekonnte Kombination aus Fantasie und Technik, gepaart mit einer gehörigen Portion Unverfrorenheit und die Faszination oder gar die Illusion, ist perfekt. War alles Betrug? Alles gestellt? Ich habe damals, als wir zum Mond flogen, bei der NASA gearbeitet. Es ist undenkbar, dass ein solches Geheimnis von Zehntausenden von Menschen über Jahrzehnte hinweg hätte geheim gehalten werden können. Und ich habe mit Astronauten gearbeitet. Ich habe Mondgestein gesehen, habe täglich mit Wissenschaftlern gearbeitet, die diese Gesteinsproben studierten. Und wir besitzen Dinge, die ich persönlich kenne, die in dieser Form auf der Erde nicht existieren. Der Mond ist ein Sprungbrett zum Rest des Sonnensystems. Er ist nur einige Raumflugtage entfernt und ist daher eine Art Kindergarten, wo wir lernen können, im All zu leben und unsere Lebensfähigkeiten für zukünftige Entdeckungen und Abenteuer zu entwickeln. Am 14. Dezember 1972 hob die letzte Apollo-Crew vom Mond ab. Ich glaube, wir werden bei zukünftigen Mondflügen viele charakteristische Eigenschaften von Apollo wiederfinden. Aber ganz klar, es liegen 40 Jahre technischer Fortschritt dazwischen. Und dieser Fortschritt wird die Risiken verringern und die Produktivität der Mondmissionen erhöhen. Ich hoffe, dass Sie unsere Erfahrungen nicht nur nutzen, sondern darauf aufbauen, damit Sie Ihren Job noch besser ausführen können, als wir es damals vor 40 Jahren konnten. Ich würde sehr gerne auf den Mond zurückkehren. Meine Frau hat bereits angekündigt, dass sie dann dabei sein werde. Das wäre natürlich toll.